Der Wintertourismus steht vor der Tür und wir befinden uns in einem Lockdown-Light. Wenn dieser jetzt verschärft wird, was wird dann aus dem Wintertourismus? Und kann der überhaupt gerettet werden angesichts der vielen Reisewarnungen und einer einheitlichen roten Covid-Ampel? Das bespreche ich jetzt mit meinem Studiogast. Ich begrüße ganz herzlich Tourismusministerin Elisabeth Köstinger. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, ich möchte gerne mit einem Zitat beginnen. Und zwar im Oktober hat der Rechtsanwalt und Hotelier Christian Harisch gesagt, wir brauchen einen Lockdown-Light zur Rettung der Wintersaison. Opfern wir doch den November und retten so die restliche Saison. Das hat natürlich zu viel Widerstand geführt, auch in der Bevölkerung, aber auch vor allem sehr stark in der Tourismusbranche. Jetzt gibt es verstärkt die Spekulation, dass der Lockdown-Light verhängt wurde in erster Linie, um das Gesundheitssystem zu retten und in zweiter Linie wegen dem Wintertourismus. Was sagen Sie denn dazu? Ja, also ich glaube, da gibt es kein Entweder-Oder. Also natürlich ist die Gesundheit der Menschen und vor allem eben auch diese Stabilität des Gesundheitssystems für uns die wichtigste Grundvoraussetzung, um Entscheidungen zu treffen. Wir haben in den letzten Wochen, als wir durchaus stetig einen Anstieg der Infektionszahlen bemerkt haben, versucht, vor allem regional Maßnahmen zu setzen und die Ausbreitung einzudämmen. Ich glaube, die ersten Sperrstundverkürzungen im Westen sind uns allen noch sehr gut bekannt. Tirol, Salzburg, Vorarlberg sind da auch schon vorangegangen und haben dann auch eine sehr schwierige Situation, beispielsweise in Kuchl gesehen, wo dann auch regional quasi ein Ort unter Quarantäne gesetzt worden ist. Also wir haben wirklich gemeinsam auch mit den Bundesländern versucht, die Infektionszahlen im Griff zu halten. Leider ist es in den letzten Wochen zu einem dramatischen Anstieg gekommen, auch heute wieder um die 10.000 Neuinfektionen. Das Gesundheitssystem kommt an die Belastungsgrenzen und da ist es dann kein Entweder-Oder, sondern wir müssen jetzt einfach auch sehr konsequent Maßnahmen setzen, um die Gesundheit der Menschen nicht aufs Spiel zu setzen und gleichzeitig halt trotzdem eben auch die Wirtschaft zu unterstützen. Jetzt ist bald der offizielle Start der Wintersaison, also die Wintersaison steht wirklich vor der Türe. Viele sehen diese Reisewarnungen, die es jetzt noch gibt, als wirklich bedrohlich an. Wie sehen Sie das denn als Tourismusministerin? Wie stehen Sie denn jetzt einem beginnenden Winter, einer Wintersaison gegenüber? Ja, die Situation im Tourismus ist für uns wirklich dramatisch. Tourismus ohne Gäste funktioniert nicht. Speziell im Winter hängen wir sehr stark von ausländischen Gästen ab, vor allem eben auch aus unseren Nachbarstaaten. Der Anteil der deutschen Urlauber im Winter beträgt 40%. Für uns ist absolut klar, wir müssen mit den Infektionszahlen nach unten kommen, vor allem wegen dem Gesundheitssystem, wegen der Gesundheit der Menschen, aber natürlich auch, um Reisewarnungen wegzubekommen, die Betriebe wieder aufsperren zu können und damit halt eben auch die Wirtschaft zu unterstützen. Jetzt haben wir aktuell viele Reisewarnungen. Die Covid-Ampel ist österreichweit wirklich auf Rot geschalten, also ganz Österreich ist jetzt gerade rot. Sie haben es gerade angesprochen, die meisten Touristen, die jetzt nach Österreich eigentlich immer gekommen sind, sind die Deutschen, gefolgt von den Holländern an zweiter Stelle. Die werden aber heuer wahrscheinlich so Gänze ausbleiben. Wie wollen Sie denn diese sogenannte Lücke jetzt im Winter schließen? Setzen Sie da jetzt verstärkt auf Inlandstouristen? Also wir haben zurzeit die Situation, dass wir generell uns in einem Lockdown befinden. Wir haben nicht nur die Gastronomie, die Beherbergungsbetriebe und die Freizeitbetriebe geschlossen, sondern wir haben auch Ausgangsbeschränkungen verhängt. Also von 20 Uhr am Abend bis 6 Uhr in der Früh muss man quasi eben auch zu Hause bleiben. Wir haben Einschränkungen, wenn man sich mit privaten Personen auch trifft. Es soll maximal 2 Haushalte sein. Das waren jetzt schon vor 2 Wochen die Maßnahmen, die sehr strikt sind und trotzdem steigen nach wie vor die Infektionszahlen. Das ist eine sehr schwierige Voraussetzung. Wir müssen zuerst mit den Infektionszahlen nach unten kommen, bevor wir einfach auch die Gastronomie und die Beherbergungsbetriebe wieder öffnen können. Aber, und das ist schon entscheidend, wir wollen natürlich alles dafür tun, dass es trotzdem eine Wintersaison gibt, dass wir irgendwo dann auch eine Möglichkeit schaffen, die Betriebe wieder aufsperren zu lassen. Speziell der Winter ist für uns wirtschaftlich enorm wichtig. Die Stadthotellerie ist besonders betroffen heuer, aber auch in der Ferienhotellerie ist der Winter von der Wertschöpfung her natürlich für uns ein enormer wichtiger Wirtschaftsfaktor. Gleichzeitig sind es über 750.000 Beschäftigte, die wir zurzeit in der Kurzarbeit haben, beziehungsweise viele, die halt leider auch arbeitslos sind. Also das sind schon viele Faktoren, die hier aufeinandertreffen. Wie gesagt, es gibt kein Entweder-Oder, Gesundheit oder Wirtschaft. Beides geht Hand in Hand.
Trotzdem muss man sagen, für viele Urlauberinnen und Urlauber bleibt die Ungewissheit, ob diese Reisewarnung nicht wiederkommt, ob sie dann geht. Die Ereignisse in Ischgl und das bestehende Missmanagement bei der Abreise bleibt vielen wirklich prägend. Viele haben noch immer diese Bilder im Kopf. Glauben Sie, dass die Leute dann irgendwann überhaupt eine Reiselust bekommen, dass sie wirklich jetzt auf die Berge fahren zum Skifahren? Ja, weil wir alle gemeinsam in den letzten Monaten unglaublich viel gelernt haben im Umgang mit Corona. Also Bilder wie damals werden sich nicht mehr wiederholen. Wir haben auch über den Sommer schon intensiv die Regeln für den Wintertourismus erarbeitet. Der Wintertourismus in Österreich ist absolut sicher. Zurzeit sind einfach die Infektionszahlen zu hoch, aber wir haben beispielsweise Après-Ski ausgeschlossen. Das wird es heuer in der Form, wie wir es aus der Vergangenheit kennen, in Österreich nicht geben. Wir haben klare Regelungen rund um Seilbahnen getroffen. Also überall dort, wo es eine große Infektionsgefahr gibt, gibt es klare Spielregeln. Da ist auch für maximale Sicherheit gesorgt. Und nicht zuletzt haben wir auch ein beispielloses Testprogramm für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Tourismus und in der Gastronomie aufgebaut, wo sich jeder regelmäßig auch auf Corona testen lassen kann, um damit einfach auch maximale Sicherheit den Gästen zu gewährleisten. Aber wie gesagt, zurzeit sind die Betriebe gesperrt, weil die allgemeine Infektionslage einfach zu schwierig ist und die Infektionszahlen nach wie vor viel zu hoch sind. Aber wie kann man denn jetzt wirklich die Sicherheit gewährleisten in Bezug auf das Anstehen zum Beispiel vor Seilbahnen oder vor Skiliften? Da gab es vor kurzem auch verschiedene Videos im Internet, wo die Leute aufgeschrien haben, weil man hier wirklich Menschenmassen gesehen hat, die sich hier gedrängt haben an den Skilift. Wie will man denn hier eine Sicherheit gewährleisten? Ja, die Bilder von den Öffnungen und den einzelnen Wochenenden waren wirklich katastrophal. Ich habe mit den Seilbahnbetreibern dort einen intensiven Austausch. Die sind aber de facto überrannt worden. Also die hatten dort auch Absperrungen aufgestellt. Tragen des Mund-Nasen-Schutzes ist verpflichtend. Die Exekutivgewalt der Seilbahnbetreiber fehlt halt. Also sie können die Personen dann darauf aufmerksam machen, aber jetzt wirklich das Durchgreifen hat zu dem damaligen Zeitpunkt nicht funktioniert. Und da sind an einem Wochenende plötzlich wirklich 3.000, 4.000 Besucher angestanden und wollten quasi zum Lift. Das haben wir aber mittlerweile auch geregelt. Also solche Bilder wird es nicht mehr geben. Die Gesundheitsbehörden sind da jetzt massiv involviert und vor allem eben auch die Polizei, die den Seilbahnbetreibern hilft und vor allem eben auch den Gästen hilft, auf den Abstand zu achten und vor allem eben auch das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes ist die Grundanforderung. Mhm. Trotzdem ist es so, dass Touristiker im Moment wirklich bangen um ihre Existenz, selbst wenn die Infektionszahlen jetzt, weil wir Lockdown Light haben und weil es ja auch von der Regierung geheißen hat, es gibt jetzt dann Verschärfungen. Trotzdem, wenn die Infektionszahlen sinken werden und Reisewarnungen vor Weihnachten möglicherweise aufgehoben werden würden, ist die Situation für die Branche, jetzt reden wir eh schon die ganze Zeit darüber, wirklich mehr als schwierig. Was sagen Sie denn jetzt wirklich, auch wenn wir jetzt Zuseherinnen und Zuseher haben, die Touristiker sind, was sagen Sie denn denen? Wie kommen wir denn jemals aus dieser Krise heraus? Ja, zum einen war es uns sehr wichtig, mit Fixkostenzuschuss, mit Überbrückungsgarantien die Situation einfach zu verbessern. Und wir haben jetzt auch für den November einen 80-prozentigen Umsatzersatz zustande gebracht, der den Betrieben wirklich massiv unter die Arme greift. Das sorgt für Liquidität, funktioniert extrem einfach über Finanz Online, wenige Mausklicks und dieser Umsatzersatz ist beantragt und kommt innerhalb weniger Tage auch aufs Konto. Das ist für die Betriebe deswegen auch so wichtig, weil wir in Österreich auch ein 14. Monatsgehalt haben. Das heißt, ab Dezember kommt es zu massiven Liquiditätsengpässen für die Betriebe. Und deswegen haben wir auch diese sehr großzügige Maßnahme des Umsatzersatzes gemacht. Wir stehen als gesamte Bundesrepublik und als Bundesregierung wirklich ganz klar hinter dem Tourismus, hinter den Gastronomiebetrieben, sind ganz viele Veranstalter. Also alle, die jetzt von den Schließungen betroffen sind, bekommen diesen Umsatzersatz und gleichzeitig arbeiten wir eben auch daran, dass diese Zulieferbetriebe Unterstützung erfahren. Es sind zigtausende Betriebe, die vom Absatz in die Gastronomie leben. Das sind beispielsweise Winzer, das sind Bäcker, die in Ferienregionen ihren Betrieb haben oder Wäschereien, die eben sich spezialisiert haben auf Hotels.
Hotelbetriebe und Beherbergungsbetriebe. Denen fehlt eben auch die Gäste und damit halt eben auch der Tourismus. Und auch für jene wollen wir in der nächsten Woche eine maßgebliche Unterstützung bieten. Sie haben es gerade angesprochen, der Umsatzersatz ist wahrscheinlich eine gute Sache, wo es halt dann wirklich pauschal mit 80% der Umsatz ersetzt wird. Die Frage ist nur, wie geht es dann danach weiter? Jetzt gibt es eine Ausgangsbeschränkung, die wieder um weitere 10 Tage verlängert wurde. Es heißt, es wird jetzt dann der Lockdown wahrscheinlich nach verschärft. Wie geht es da wirklich dann mit der Situation weiter? Wie können wirklich die Leute, die davon betroffen sind, jetzt irgendwie in die Zukunft schauen? Unser Ziel ist, dass wir mit den Infektionszahlen so schnell herunterkommen, dass wir wirklich auch zu Weihnachten, wenn es irgendwie geht, wieder aufsperren können und halt dann vor allem eben auch diesen Wintertourismus anlaufen lassen können. Wintertourismus ist ja nicht nur Skifahren und Wintersport, das sind auch unsere ganzen Thermen, unsere Wellness-Einrichtungen. Dazu gehören im Städtetourismus natürlich auch die Christkindlmärkte. Das ist auch ein ganz großes Thema zurzeit. Soll aufgebaut werden, kann aufgebaut werden. Da schaut die Situation aktuell nicht besonders gut aus, weil einfach die Infektionszahlen so hoch sind und der Dezember relativ schnell vor der Tür steht. Aber wir werden auf jeden Fall gemeinsam auch mit den Kollegen in der Bundesregierung alles dafür tun, die Infektionszahlen senken und ein ehestmögliches Aufsperren auch wieder zu ermöglichen. Aktuell ist es so, dass Gastronomiebesuche verboten sind. Vorerst heißt es mal bis 30.11. Gab es denn jemals wirklich einen konkreten Clusterfall in der Gastro, dass man sagt, das ist jetzt wirklich verboten? Also das muss man wirklich ausdrücklich dazu sagen. Die Gastronomen, die Hoteliers, aber auch die ganze Freizeitwirtschaft, die Messebetreiber, die Veranstalter haben alles dafür getan, dass die Veranstaltungen, die Lokalbesuche und die Urlaube sicher sind, mit Abstandsregeln, mit ganz vielen Hygienekonzepten. Das Problem, das wir einfach haben, ist, dass sich überall dort auch Menschen treffen. Und meistens war es so, bei einer Veranstaltung selber hat sich jeder an den Abstand gehalten, aber danach hat man sich halt eigentlich trotzdem wieder zusammengestellt und den Abstand vermissen lassen. Wir haben in den letzten Monaten keine großen Ausbrüche mehr aus der Gastronomie oder aus der Hotellerie gesehen. Das war in den ganzen Clusteranalysen wirklich vernachlässigbar. Die Hauptinfektionen sind im persönlichen Umfeld, im privaten Umfeld, im familiären Umfeld passiert. Also überall dort, wo man sich gut kennt, wo man sich mag, vergisst man halt aufs Abstand halten. Und deswegen haben wir ja nicht nur die Gastronomie eingeschränkt, sondern eben auch die Ausgangsbeschränkungen verhängt und eben auch, dass sich Personen maximal aus 2 Haushalten treffen können. Allein diese beiden Maßnahmen hätten aber die Gastronomie schon massiv unter Druck gebracht, weil wenn ich das Abendgeschäft nicht mehr habe, also die Menschen quasi nach 8 Uhr nicht mehr in ein Lokal gehen können, hilft dir das Offenhalten auch den Betrieben nichts, weil dort ist dann keiner mehr. Deswegen war es aus unserer Sicht auch besser, jetzt zuzumachen, die Betriebe zu entschädigen, zu versuchen, sehr schnell mit den Infektionszahlen wieder nach unten zu kommen, um dann halt eben auch erstmöglich wieder aufzusperren. Aber irgendwann müssen sie ja wieder mal aufsperren. Genau, das wird aber von den Infektionszahlen abhängen. Und deswegen auch mein dringender Appell, und ich weiß, wie anstrengend das ist. Ich würde ehrlich gesagt auch nichts mehr lieber machen, als mich mit meinen Freunden treffen und sie einmal wieder ganz fest zu umarmen und quasi wieder dieses Leben vor Corona zu haben. Aber die Situation lässt es zurzeit nicht zu. Wir müssen uns jetzt echt zusammenreißen und alles dafür tun, Abstand zu halten, Kontakte zu reduzieren und einen echten Wellenbrecher aufzustellen, was das Infektionsgeschehen und die Infektionszahlenentwicklung betrifft. Aktuell gibt es ja auch wirklich sehr viele Arbeitslose. Da gibt es Arbeitslosenzahlen vom Oktober. Da gab es mehr als 423.000 Personen, die als Arbeitslose und Schulungsteilnehmerinnen und Teilnehmer beim AMS gemeldet waren. Davon sind 60.416 Personen arbeitslos gemeldet aus der Branche Beherbergung und Gastronomie. Jetzt weiß man, saisonbedingt gibt es dann wahrscheinlich noch mehr Arbeitslose genau in dieser Sparte. Wie will man denn jetzt wirklich diese Situation verbessern? Sie reden jetzt immer von den Zahlen, die wirklich immer nach unten gedrückt werden müssten. Aber wie will man jetzt wirklich diese Situation ändern?
Also ich glaube, die Zahlen allein zeigen schon, was für ein unglaublich großer Wirtschaftsfaktor der Tourismus in Österreich ist. Und ich glaube, die wenigsten haben sich bisher damit auseinandergesetzt, weil es so selbstverständlich war. Also wir haben den Sommer aufgesperrt, die Gäste waren da, wir haben immer wieder Nächtigungsrekorde verzeichnet in den letzten Jahren. Und all das steht jetzt still, weil Reisewarnungen da sind, weil die Infektionszahlen sich derartig rasant nach oben entwickeln. Speziell jetzt auch für diese hauptbetroffenen Branchen haben wir die Kurzarbeit wieder ausgeweitet. Also mit 1. November, und das ist auch rückwirkend beantragbar für die Betriebe, kann man die Mitarbeiter wirklich bis zu 100% in die Kurzarbeit geben. Wir bitten auch wirklich, dieses Instrument in Anspruch zu nehmen. Zum einen können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit in den Betrieben verbleiben und zum anderen bekommen die Mitarbeiter 80 bis 90% ihres Gehaltes auch ersetzt. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor. Jeder Einzelne muss die Miete bezahlen, muss die laufenden Kosten decken. Auch da unterstützen wir wirklich maximal. Und wie gesagt, wir hoffen halt, dass es sehr schnell auch geht, dass die Infektionszahlen es zulassen, dass wir wieder aufsperren können. Wir sind eng mit der Branche in Kontakt. Gerade das Thema Mitarbeiter beschäftigt die Gastronomen und die Hoteliers sehr. Jeder Betrieb lebt von den engagierten, leidenschaftlichen Mitarbeitern, die sich um die Gäste kümmern. Und die Betriebe bitten da wirklich auch sehr, dass man alles dafür tut, dass man gemeinsam einfach durch diese Krise kommt. Da ist gar nicht irgendwie ein Arbeitgeber gegen Arbeitnehmer, wie man es manchmal vielleicht so gerne in der politischen Auseinandersetzung hört. Jeder draußen, egal ob im Berg oder im Tal, weiß, dass man einen qualitätsvollen Tourismus nur mit hochwertigen Betrieben und vor allem auch engagierten Mitarbeitern bewältigen kann. Die Kurzarbeit ist sicher eine tolle Sache, aber da gab es trotzdem immer wieder die Fälle von einem Missbrauch, dass Arbeitgeber das wirklich missbraucht haben. Die haben ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer angemeldet zur Kurzarbeit und haben sie dann trotzdem rausgeschmissen. Wenn jetzt jemanden aus der Tourismusbranche, dem das passiert und er ist dann wirklich arbeitslos, wo kann denn der jetzt dann noch unterkommen? Ja, also zum einen gibt es klare Spielregeln. Vor allem auch der Umsatzersatz ist ja jetzt darauf geknüpft, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht gekündigt werden. Gibt's also das aber ist eine immer wieder solche Grundvoraussetzung, Fälle, um auch die 80% zu erhalten. Sollte es da auch zu missbräuchlichem Verhalten kommen, dann wirklich auch die Bitte, sich an die Arbeiterkammer zu wenden. Dort ist auch die gesetzliche Vertretung, die kümmern sich dann um die Einzelfälle. Aber was ich schon ganz klar festhalten möchte, das gibt einzelne wenige, die das tun. Die überwiegende Mehrzahl der Betriebe tut alles dafür, dass sie gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dieser Krise kommt. Frau Köstinger, zum Schluss habe ich noch eine Frage bezüglich den Weihnachtsmärkten, weil das immer viele interessiert und immer die Frage aufkommt, sind sie jetzt offen, sind sie nicht? Da gibt es ja wirklich diverse Unterschiede in den unterschiedlichsten Bundesländern. Was gibt es da jetzt für Verhaltensregeln, wenn die offen sind? Kann man sagen, okay, die Weihnachtsmärkte machen jetzt überhaupt auf in Bezug jetzt auch auf Lockdown Light, der vielleicht jetzt auch noch verschärft wird und auf Ausgangsbeschränkungen, die jetzt dann wieder um weitere 10 Tage verlängert wurden. Gibt es wirklich jetzt von Ihnen konkret ein Okay, dass die Weihnachtsmärkte jetzt dann einheitlich geöffnet sind? Aktuell beraten wir gerade in der Bundesregierung, vor allem auch mit Gesundheitsexperten, wie wir die nächsten Schritte gestalten. Die Situation der Weihnachtsmärkte ist eine sehr schwierige. Wir haben ja eigentlich schon seit September ein Präventionskonzept, wie Weihnachtsmärkte auch funktionieren können. Wenn wir eben auch die Ausgangsbeschränkungen beibehalten müssen, ist es natürlich obsolet, einen Weihnachtsmarkt auch aufzubauen. Wie gesagt, aktuell beraten wir auch mit dem Gesundheitsministerium, wie sich die Regeln da in Zukunft gestalten werden. Und Schluss jetzt noch die Frage, wird der Lockdown Light jetzt wirklich wie konkret verschärft? Das ist eine Frage, die ich Ihnen aktuell noch nicht beantworten kann, weil zur Stunde noch diskutiert wird, wie die Maßnahmen sich gestalten werden, was es zusätzlich braucht, damit wir mit den Infektionszahlen nach unten kommen. Aber, und das wirklich auch noch einmal dazu gesagt, jeder Einzelne, glaube ich, ist jetzt wirklich gefordert, nur mal die Zähne zusammenzubeißen, dafür zu sorgen, die Kontakte erst und bestmöglich einzuschränken, damit wir das Gesundheitssystem stabil halten, damit wir eben auch Schaden von anderen Personen abwenden. Speziell bei jüngeren Personen ist der Verlauf zumeist ein relativ milder, wenngleich wir da auch immer wieder Fälle haben von 20-Jährigen, die plötzlich auf der Intensivstation landen. Es geht nicht nur um mich selbst, sondern auch um mein Gegenüber und das gilt zu schützen. Frau Ministerin, vielen Dank für das Gespräch. Danke, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Herzlichen Dank.
Und danke auch an Sie, liebe Zuseher, dass Sie wieder mal eingeschaltet haben. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Boom, 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 boom.